Name ist Simon Dragese. Alle wissen, worum es geht, wenn die Garagentür schließt. Wir sind hier, um zu trainieren. Wir sind hier für hartes Training. Und genau das habe ich heute wieder mitgebracht. Und wir haben uns ein sehr, sehr interessantes Programm überlegt. Sehr, sehr forderndes Programm und ein ganz, ganz wilder Mix. Und ich werde aber direkt durchgehen und das uns mal anschauen, was uns heute erwartet. Und so habe ich mir überlegt, wir machen insgesamt 30 Minuten. Das heißt, ich stelle mir die Uhr auf 30 Minuten. Und in diesen 30 Minuten werde ich die verschiedenen Übungen absolvieren, so viele davon, wie ich kann. Wir fangen an mit 10 Vorpumps, also 10 Burpees mit jeweils 4 Liegestütze. Und nach jedem Burpee kommen 2 Drop Squats. Das heißt, wir haben pro Runde also 10 Vorpumps und 20 Drop Squats. Das ist die erste Übung. Danach haben wir 7 von diesen Rollouts für die Bauchmuskeln. Ich habe ein neues Folterwerkzeug gekauft. Das werden wir heute mal ausprobieren. Und danach geht es weiter mit 10 Jumping Lunges, also dementsprechend die explosiven Lunges, dass wir noch die Explosivität für die Beine mit reinbekommen. Und danach gehen wir nochmal an den Turm für 7 Dips. Und danach haben wir eine Runde abgeschlossen und dann geht es wieder los. Das heißt, was haben wir heute mit dabei? Mit den Four-Pumps legen wir den großen Fokus auf die Brust, auf die Arme, auf die Schultern. Das ist eine ganz andere Belastung als mit den One-Pumps oder Six-Pumps. Danach gehen wir direkt rein in die Beine, weil wir immer die Drop-Squats direkt danach haben. Dann haben wir noch zusätzlich Beine mit dabei für Explosivität in den Jumping Lunges und wir trainieren noch Core mit dieser neuartigen Übung. Sehr, sehr geiles Tool tatsächlich. Ich will es mal wieder ausprobieren, schon ein bisschen her. Das heißt, ich kann sagen, dass ich am Struggle werde, aber wir probieren es aus. Und danach haben wir natürlich noch die Dips mit dabei, auch noch zusätzlich für die Brust, für Trizeps, für die Arme, für alles Mögliche. Ja, das heißt, wir haben natürlich unseren Turm, den wir mit dabei haben und dieses kleine Gerät, dieses kleine Equipment hat im Gesamten 10er gekostet. Und ja, dementsprechend kann man auch, wenn man das nicht hat, diese Übung ersetzen durch eine andere Core-Übung und sich trotzdem dieses Programm hinnehmen. Deswegen in dem Sinne, ohne viel weiter zu reden, lasst es anfangen. Viel Spaß mit dem Video. Ich stelle die Uhr auf 30 Minuten, damit wir schön durchbauen können. Und dann gehen wir da stabil durch. Dieses Zeitziel vor Augen zu haben, diesmal nicht zu sagen, ich mache 10 Runden, sondern zu schauen, wie viele Runden schaffe ich denn und wie viele Runden schaffe ich denn. Deswegen, das ist die Maxim fürs heutige Training. Und so, in 10 Sekunden geht's los. Deswegen lass uns direkt einsteigen. Los geht's mit Vorpumps. Und los. Eins. Zwei. Drei. Vier. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Noch 20 Shuffle Punches. Okay.
4. Yeah.
Und sieben und fünf. Zwei.
4, 5, 6, 7, 6. Das geht, oder? Runde 7 oder 8, weiß ich noch.
2. Yeah.
Volles Gerät. Echt toll. Alter, ey. 8 oder 9 Runden. 8 oder 9, ich weiß nicht genau, wo ich mich verzählt habe. Auf jeden Fall komplett neue Mitte, habe ich mir heute random ausgedacht, den ich mal reinwerfen könnte. Und ich muss sagen, diese Rollen vor allen Dingen, wow. Unfassbar, wie die reingegangen sind. Ganz andere Übung für den Chor. Vergleichst du die gewöhnliche Übung, die wir mit reinnehmen. Also gutes Investment. 10 Euro kann man viel machen. Oder eigentlich kann man wenig machen, da kann man nur mit rollen, aber es bewirkt viel. Das ist so rum gesagt. Und sehr geiler Mix mit den Vorpumps mit drin. Wie gesagt, die Beine haben wir auch wieder mit dabei gehabt. Neben unterschiedlichen Belastungen, also den Drop Squats. Und dann noch zusätzlich extra Explosivität mit den Jumping Lunges. Also sehr, sehr strammes Programm. Kann man sich dann beliebig die Zeit draufstellen. Kann man auch 10 Minuten machen, 15 Minuten machen. Man kann auch beispielsweise einfach die Four Pumps austauschen mit One Pumps. Trotzdem die Squats mit dabei lassen und den Rest so beibehalten. Und dann geht das Ganze deutlich stabiler durch. Und ja, die Übung ist, One Pumps sind in der Regel einfacher als Four Pumps, wenn man vor allem gerade am Anfang steht. Und so kann man immer variieren. Also diese Übung, die ich hochlade, oder diese Programme, die ich hochlade, sind nie in Stein gemeißelt, sondern natürlich für eine Variation mit reinbringen, aber dafür gibt es ja auch auf dem Kanal hier, nur beispielsweise auch auf Kanälen wie von Iron Wolf, unzählige Routinen. Werde ich auch noch in der Beschreibung verlinken, den Kanal zu ihm, wo man natürlich auch selbst sich einfach rauspicken kann, auch runterschneiden kann auf sein Niveau und dementsprechend auch Fortschritte machen kann. Ganz egal, wo man steht. Und deswegen nehme ich das gerne zu Herzen. Ich freue mich über euer Feedback, ich freue mich, dass ihr dabei seid.
Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und freut euch auf weitere Routinen, freut euch, dass es spannend bleibt und freut euch aber wie immer auf hartes Training, daran wird sich nichts ändern. In dem Sinne, viel, viel Erfolg, vielen Dank fürs Zuschauen, dass ihr dabei seid und bis zum nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.